Werner, wo kommst du schon wieder her? Ich bin gerade auf Mallorca gelandet und wir besuchen hier zwei gute Freunde. Ich hatte nur ein kurzes Problem, wo ich gelandet bin, dass ich natürlich das richtige Fahrzeug finde. Und ja, zum Glück ist mal 50 Cent über den Weg gelaufen. Dem habe ich mal schnell seinen Hammer geschort. Ja, und jetzt zeige ich euch meine zwei Freunde hier, ne? Die werden da drauf auch stehen. Okay. Alles gut? Alles bestens. Willkommen in der guten Stube. Ne? Jawohl. Schön alt-mallorquinischer Style. Ne? Wo ist dein Zwillingsbruder? Ja, der kommt da. Hallo! Hey. Alles gut? Was geht denn? Ach, wunderbar. Mallorquina, si, hola, español, qué pasa? Mucho grande. Eine Tasche packen für Sport. Ja, Twin, wie sieht's aus? Hast du Tickets geklärt für mein Bär? Ich? Werner, ja. Du wolltest es machen. Ich? Ich hab dich zigmal gefragt, Alvin, was sollen wir buchen? Ich bin nur der Kameramann. Ja, aber wann sollen wir denn zurück? Wo sollen wir denn da hinfliegen? Ja, hier, Werner. Nico, oder? Normal. Es soll ja auch Leute geben, die sind im Privatjet unterwegs, ne? Ach du Scheiße. Also fliegen wir mit dem Privatjet, ne? Durch Spanien mal ein bisschen durch, ne? Was sagst du denn dazu? Einfach mal mit einer Gondel mit zwei Flügen, mal will man denn mehr? Machen wir noch gerne, ne? Das ist doch wahrscheinlich viel angenehmer. Noch nie gemacht. Schauen wir mal, Werner, wa? Und? Und? Damit alle Bescheid wissen, ich habe ja, naja, wie soll ich es denn sagen, so die Möglichkeit auf Mallorca, da steht ja Hubschrauber drüber, Privatjet, den ich ja mitbenutzen kann und alles. Und ich habe ja für den Twin und für den Cashmo, hatte ich ja dann auch für übermorgen, hatte ich ja dann den Heli ja schon mal gesagt, dass sie stadtklar machen um 15 Uhr. Aber die zwei, die haben ja extreme Höhenangst. Und die haben gesagt, also die werden in kein Heli einsteigen. Aber dadurch, dass ich ja natürlich weiß, was für ein geiles Gefühl das ist und alles, habe ich mir dann gedacht gehabt, naja, dann machen wir es so, hier fühlen sie sich ja wegen einheimisch auf Mallorca, weil hier sind ja beide öfters mal hier unten und alles. Und den Heli habe ich jetzt von Mabea nach Mallorca bringen lassen. Und da wird man dann morgen früh den Cashmo und den Twin mal versuchen, die Höhenangst zu nehmen. Aber kannst du ja selber mal befragen zu ihrer Angst. Ich habe zwei solche gesehen, wo wirklich so viel Angst habe. Ich hoffe mal, ich kann morgen die Angst nehmen. Ich hoffe mal, dass sie morgen auch nahe gehen. Freiwillig, wenn nicht, müssen wir halt nachhelfen. Ja, schauen wir mal. Twin, wie sieht's aus? Paranoia des Todes. Also ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da einfach einen kompletten Schock bekomme oder ob ich einfach kotzen werde. Ich stelle mir vor, wie so ein Highschool-Film, Cashman und ich kotzen uns gegenseitig auf den Schoß. Lass mir mal das ganze Hip-Hop-Geflexe mal weg. Ich scheiße mir in die Hose. Aber frag ich ja Sonnenschein. Ist natürlich, ne, in einem Überraschungsei da oben mit ein paar Propeller durch die Luft zu fliegen, ist halt ein bisschen anderes Gefühl. Also, aber ich möchte mit euch gemeinsam, beziehungsweise der Twin auch, diese Angst überwinden. Wir werden es einfach wagen, wie Männer, wir werden es machen. Wir wollen natürlich zeigen, dass wir sowas auch durchziehen. Deswegen sind wir bereit, machen das, kotzen uns gegenseitig auf den Schoß und dann fliegen wir nach Mabea. Also einen kleinen Tipp von meiner Seite aus, wenn ihr im Heli drin seid, ne? Einfach nicht runtergucken, ne? Immer geradeaus gucken, ne? Immer geradeaus gucken. Gut, wenn er natürlich eine scharfe Rechtskurve nimmt, ne? Dann bleibt euch ja nichts anderes übrig. Dann hängt das Gesicht natürlich über der Scheibe unten und alles. Dann am besten halt Augen zumachen und alles oder kotzen halt, ne? Ich würde mal sagen, wir lassen uns mal überraschen, was da morgen passiert, oder? Definitiv. Also ich sag mal so, wenn sie morgen den Hubschrauber neikotzen, ich denke mal, das im Hubschrauber drin, das können wir schnell mit dem Dampfstrahler sag ich mal, das Malheur beseitigen, ne? Bloß wichtig wäre halt dann morgen im Privatjet, wenn sie natürlich kotzen würden, dann wird es natürlich nochmal, das wäre dann nicht schlimmer, aber ich glaube mal, da wird es ein wenig angenehm werden. Das Problem ist, wenn der Pilot dann auch anfängt zu kotzen, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Cashmo, das kann gar nicht passieren, weil den Pilot, den kenne ich ja selber gut. Also auf dem Flug nach Mabea rüber, werde ich ja ein wenig schon eingeweiht, dass ich die Steuer eventuell dann auch selber übernehmen kann. Warte mal, ganz, ganz kurz. Also, ich habe ja echt kein Schiss zu fliegen und so, ne? Aber wenn du den Knüppel in die Hand nimmst, Jungs, da müsst ihr auf jeden Fall helfen. Der darf das Steuer nicht in die Hand nehmen. Eigentlich habe ich auch eben schon zum Twin gesagt, eigentlich müsste man irgendwie die Möglichkeit haben, auf beiden Seiten irgendwie die Fenster zu öffnen und dann sieht man am Jet, wie die Haare vom Werner so fliegen im Flug. Da weiß man, das ist die Werner Airline. Ey, was sagst du dazu, Twin? Also der will fliegen. Wie vorhin schon, also die Angst ist nicht weniger geworden. Also Werner, der drückt da immer mehr in die Wunde also, rein. Ich weiß nicht, ob er das aus Absicht macht oder ob er denkt, er nimmt uns die Angst. Aber die Angst wird auf jeden Fall. Wamex, hast du gesagt, ich hole mir auch welche. Wamex, ich mach das Ding, was der Cashmox Aquarium soll besser sein.
Steinmanns in Mallorca, ne? Werner auch am Start. Kartoffelsalat schon gegessen mit Würstchen. War richtig Allmann-mäßig. So, dann gehen wir mal eine Runde shoppen. Ne? Ja! Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Givenchy. Bulletproof Rest, man. Das Problem ist, also jetzt kommt falsche Jahreszeit, ne, dafür. Jetzt kommt die Sonne. Der Übergang geht noch so ein bisschen. Du kannst eine Woche tragen, das war's. Schön. Ist das der Laden auch so, dein Flavor so? Trifft er deinen Geschmack? Ja, ein paar Sachen schon. Guck mal, gucken die Haare raus. Back to the 70s. Du trainierst hier und die Mädels unten rennen im Kreis. Das hat der Hühnerstall so an sich, ne? Fazit, wie war dein Workout heute? Sehr gut, erfolgreich. Und jetzt würde ich sagen, wir haben uns eine Zigarette verdient und genauso rauchen eine. Und danach. Und danach geht's ins Spa-Bereich und da wird weiter relaxed. Okay. Auf! Spa-Bereich haben wir uns verdient. Hopp, auf! Beschreib mal, wie kalt ist es denn? Sven hat es nicht lange ausgehalten im Kältebecken. Da wird sich die Eier abgefroren haben, ne? Und was mit dir? Ach, ich bleib hier ein wenig warm. Ist entspannter, gell? Genau. Würdest du, um deine Kondition zu verbessern, das Zigarrenrauchen aufhören? Ja, das mache ich ja nur ab und an mal, ne? So eigentlich. Ja, letztes Jahr ein bisschen vermehrt, aber damit höre ich auch bald wieder auf. Also, wenn ich bald wieder sein lassen, ja. Werner, könntest du dir vorstellen, jeden Tag so zu leben? Ja, die Hälfte vom Monat lebe ich ja schon so, ne? Und wann machst du die 100% voll? Wenn du mich irgendwann mal mit deiner Kamera nichts mehr nervst. Ja, komm, Mama, ich schmeiß mal hier mal den Grill an. Hauen wir mal hier das erste Stück drauf hier. Jawohl. Werner, wenn ich mal eine Harley brauche, wo gehst du denn da hin? Ja, falls ihr mal auf Malle seid und eine Harley braucht, dann kommt er genau hierher. Den Link findet ihr da in der Beschreibung. Mach nicht so einen Krach. Wo geht's denn jetzt hin? Fahren wir zum Heli und mit dem Heli geht es dann ein wenig über Malle und dann fahren wir mit dem Heli zum Privatjet. Twin doch heute bitte eingefallen, ne? Lass uns doch auch mal ein Bild.
Ja, wir machen permanent Bilder mit dir, aber du gehst ja her und tust immer als erstes posten. Ja. Das meine ich damit. Das meine ich damit. Jetzt war das mal von dir. Das meine ich damit. Ja, was sagst du dazu? Hey, Foto, Like und Klicklauer. Man muss sich ja fragen, warum die überhaupt so viele Follower haben. Das liegt ja daran, weil du bist auf jeden Fall Social Media Experte, ja, merke ich. Ich promote die halt immer gut, ne? Werner hat sich überlegt, kurz noch was zu essen, bevor es zum Privatjet geht. Natürlich landen die Jungs vor dem Restaurant mit dem Heli. Was sonst? Werner, die Aussicht ist schon brutal hier. Definitiv, das Restaurant ist ja auch brutal hier, ne? Marbella oder Mallorca? Solche Orte findest du ja überall auf der ganzen Welt. Auf Marbella gibt es auch Restaurants, da kannst du auch mit dem Helikopter direkt vorm Restaurant landen und alles, ne? Mallorca ist auch nicht zu unterschätzen. Viele verbinden ja Mallorca, sag ich mal, so mit dem Ballermann und alles. Und wir sind hier 50 Minuten von Palma entfernt, ne? Und das ist hier natürlich mal eine ganz andere Welt, ne? Was steht denn jetzt auf dem Plan? Jetzt steige ich mal wieder in Heli ein und fliegen zum Privatjet. Und da warten wir dann auf dich, ne? Na dann fahre ich mal am besten vor. Ich habe nämlich die Straßen und ihr habt nur die Luft. In der Zwischenzeit rauche ich 2-3 Zigaretten, bis du ankommst. Ja, das ist gut. Und trink noch einen Cappuccino. Na gut, dann ich gebe mal Vollgas. Was machen wir jetzt? Jetzt rauchen wir erstmal Zigaretten in aller Ruhe und dann gehen wir in den Privatjet rein und fliegen nach Marbella rüber, ne? Ja, dann schauen wir uns doch mal die Lounge an. Auf, Tim. Der Brudi ist auch in der Private Lounge. Ja, hast du es geschafft? Wie geht's? Ja, ist Bescheid. Ja, erstmal Handy laden. Man muss ja das alles auch aufnehmen und filmen hier, ne? Ist ja ganz klar.